Ich weiß nicht, wie ich dir das vergelten soll, Hexer. Musst du nicht. Ich freue mich, dass du dich besser fühlst. Oh ja. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Vor allem dank Barnabas Basilius Pflege. Du hast aber auch was durchgemacht. Schön, dass ich der Sache ein Ende machen konnte. Ja. Jahre voller Leid. Weißt du, was noch schlimmer war als der Hunger? Zuzusehen, wie meine Lieben, meine Kinder alt werden und sterben? Meine Familie ist nun schon lange tot. Mein letzter Verwandter starb vor Jahrzehnten. Ich fürchte, ich kann nirgendwo hin. Das hier ist ein großes Anwesen. Bleib doch hier. Wirklich? Ich würde deine Gastfreundschaft nie strapazieren wollen, aber... Aber? Nach all den Jahren des Hungers habe ich einen Traum. Ich möchte endlich leckeres, nahrhaftes Essen kochen, in Gewürzen und Aromen schwelgen und mit anderen am Tisch sitzen und essen. Das sollte kein Problem sein. Du kannst doch Barnabas Basilius in der Küche helfen. Er ist ja nicht gerade ein begnadeter Maître. Nichts würde ich lieber tun. Danke. Ich habe zu danken. Das Haus bedarf weiblicher Aufmerksamkeit. Ich würde dir gerne noch was sagen. Vor langer Zeit hat mein Vater mir eine Mitgift zusammengestellt. Ich habe nie geheiratet. Also ist sie noch da. Mir nützt der Tand nichts mehr. Aber du könntest meine Mitgift vielleicht als Zeichen meiner Dankbarkeit nehmen. Wenn du sie haben willst, musst du nach Trastamara gehen, meine alte Heimat. Du findest sie in einem Fass im Keller. Da stehen viele Fässer. Klopf, bis du das Richtige findest. Das mache ich, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit so einer Vergangenheit gerne in die Küche will. Befürchtest du, dass ich wieder Wichtsuppe koche? Ich verlasse mich drauf, dass dein Geschmack als Mensch wieder etwas besser ist. Tu das. Ich habe schon als Kind gerne gekocht. Meine Oma war eine wahre Meisterin in der Küche. Ihr Ochse am Spieß war landauf, landab berühmt. Ich dachte, ihr als Adlige hättet eine Dienerschaft gehabt. Du meinst, eine Dame von meinem Rang müsste einen Koch gehabt haben? Stimmt natürlich, ich hatte sogar die besten Köche. Aber ausgedacht habe ich mir die Gerichte. Sie haben sie nur zubereitet. Bist du sicher, dass du dich hier draußen nicht einsam fühlst? Weiß ich noch nicht. Du hast mich ja gerade erst von meinem Fluch befreit. Fürs Erste habe ich jedenfalls kein Bedürfnis nach Stadt und Leuten. Als Wicht hast du bei anderen Leuten vorbeigeschaut. Ja, aber doch nachts, wenn sie schliefen. Ich war immer auf der Suche nach Löffeln. Denk dran, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst. Wenn es dir hier reicht, sag Bescheid. Ich würde nie undankbar wirken wollen. Und ich würde nie wollen, dass du gegen deinen Willen hier bist. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich. Moment mal. Bist du nicht derjenige, der die Stadt von den Blutsaugern befreit hat? Hexer, ohne dich wäre Tufer aufgeschmissen. Und wie aufgeschmissen? Das Herzogtum ist klein. Aber wer lieber würde seine Wein als Weine Wasser, nicht sprach der Wasserhasser.
Ich sollte mich ein wenig umsehen. Hier gibt es nichts Interessantes. Voll. Das hier ist auch voll. Hier gibt es nichts Interessantes. Voll. Das hier ist auch voll. Hier gibt es nichts Interessantes. Voll. Seltsam. Wie hübsch. Würde sich gut im Haus machen. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Beauclair. Der Recke der Herzogin. La-di-da-dum-di-dum. Sogar märchenreiche Toussaint haben ihre dunklen. Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. So ein Löffel, wohin kommt der, wenn man deckt? Oh, aber nein, das ist ja mal ein rarer Bouillonlöffel oder ein Schlüssel.
Hier steht was geschrieben. Ja, deswegen bin ich hier. Hast du eine Ahnung, wofür der Schlüssel ist? Ich sehe ihn zum ersten Mal. Aber du kannst mal im Keller nachsehen. Da hat der Vorbesitzer allerlei Krempel gelassen. Bis später. Die Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Willkommen in der Fasanerie. Was gibt's denn heute? Bis später. Die Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Der Schein kann trügen, Hexer. Vorsicht!
Verdammt.
Los, lauf! Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Wandle auf dem Wasser, genau wie... Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, dich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Hey, hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die 5 ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du zu tiefem Mitgefühl fähig bist. Du bist selbst bescheiden. Und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Die Vernunft leitet dich,
wie sie alle Weisen leitet. Du musst mir zuerst beweisen, dass du würdig bist. Die Inschriften auf diesen Steinen beschreiben die fünf Tugenden: Tapferkeit, Ehre, Weisheit, Mitleid und Großzügigkeit. In deiner Zeit in Toussaint kannst du beweisen, dass du diese Tugenden im Herzen trägst. In dieser Welt hier gibt es manche in Not, und du kannst deine Ritterlichkeit zeigen. Komm zurück, wenn du gezeigt hast, dass du die fünf Tugenden besitzt. Stattest. Ich glaube, Wilma hat recht. Man kann nicht wissen, was in dieser Wildnis lauert. Eure Sorge rührt mich, Männer. Wirklich. Aber ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Vergebt mir. Aber ich gehe vor wie geplant. Ah, da ist ja meine Begleitung. Meinst du mich? Wen sonst? Du bist doch der Weiße Wolf, oder nicht? Du hast meine Nachricht gewiss gesehen? Vergib mir. Ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Graf Beledal und ein großer Bewunderer deiner Taten. Danke. Das hört man als Hexer nicht oft. Aber Herr Graf, du willst doch nicht nur mit diesem Hexer reisen. Sicher, er mag ein zäher Bursche sein, aber deine Expedition ist zu riskant. Es ist nicht gerade klug, uns nicht mitzunehmen, wenn ich das sagen darf. Du übertreibst, Wilma. Ich werde wohl einen halben Tag überstehen können, ohne dass mir jemand den Hintern wischt.
Meine Wächter lamentieren, Hexer. Aber du musst ihnen vergeben. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Ich habe einen recht ungewöhnlichen Auftrag für dich. Ich bin ein Naturfreund, Hexer. Ein Liebhaber der Wildnis. Und in Toussaint gibt es viele Arten, die man sonst nirgends findet. Ich würde dich bitten, mich auf eine Expedition zu begleiten, die den Zweck hat, diese Arten zu bewahren. Klar. Natürlich sollst du mich beschützen, falls nötig. Weißt du, meine Wachen haben die Augen überall und melden meiner Frau jeden Leichtsinn, wenn ich auch nur einen Kratzer abbekomme. Und dann wehe mir. Graf Beledal, der berühmte Geflügelzüchter, nicht wahr? Das war mein Großvater. Guter Mann. Ich selbst handle mit Wein. Ich importiere die feinsten Jahrgänge in meiner Heimat, Covier. Deswegen bin ich so oft in Beauclair. Und bei meinen Besuchen genieße ich eben auch die Natur. Und dazu brauchst du wirklich einen Hexer? Du hast doch deine Wachen. Nimm die und spar dir das Geld. Das könnte ich machen. Aber die Männer brauchen auch mal frei und müssen sich entspannen. Nicht wahr, Jungs? Außerdem mangelt es mir nicht gerade an Geld. Warum also nicht? Ah, hier geht es also um einen reichen Mann, der sich zu Tode langweilt und das Abenteuer sucht. Außerdem geht es um Clarissa, die... Vilma, bitte. Die was? Meine Tochter. Ich bringe ihr immer etwas von meinen Reisen mit. Ein Souvenir. Sie freut sich jedes Mal so. Aber wir wollen nicht von meiner Familie reden, sondern von unserem Vorhaben, nicht wahr? Ich muss ein paar Einzelheiten wissen, bevor ich etwas sagen kann. Wohin gehen wir und was genau ist meine Aufgabe? Allgemein gesprochen werden wir die regionale Flora und Fauna bestaunen. Und dabei bewahre ich vielleicht dies und das. Bewahren? Ich habe da so ein Gerät, weißt du? Einen Parästhesomaten. Er fängt Abbilder ein. Parästhesom wie? Er ist eine Art transportables Megaskop, das Augenblicke einfängt und in Illusionen verwandelt. Die nehme ich dann als Vorlage für Bilder. Ich soll also mitkommen, um Pflanzen und Tiere zu begutachten? Darauf läuft es wohl raus, ja. Allerdings musst du zuerst herausfinden, wo die Kreaturen, die ich bewahren will, nisten. Ich kenne ihre Reviere nur ungefähr. Tja, und wenn es Ärger gibt, haben wir dein Schwert zur Hand, was? Also, abgemacht? Klingt ja nicht schwer. Ich wäre froh, mal was Schönes zu machen. Wunderbar. Hier, deine Karte. Bevor ich hierher kam, habe ich mehrere Jäger aufgesucht. Sie haben die Habitate der interessantesten Arten in die Karte eingezeichnet. Gute Idee. Das spart uns Zeit und wir müssen keine Spuren lesen. Brechen wir auf? Ja, brechen wir auf. Das Licht ist gerade ideal. Ich habe die Karte, also gehe ich am besten voran. Wärst du nicht lieber mit deinen Wachen hier? Ach was. Es ist himmlisch, sie hin und wieder los zu sein. Glaub mir, sie sind die reinsten Glucken. Ich will die Natur genießen und bewahren. Ich will nicht erleben, dass sie wegen übertriebener Angst um mein Leben zerstört wird. Und wenn die Natur uns angreift? Dann bleibt uns keine Wahl. Ich will nicht als Beute enden. Du? Aber solange alles ruhig bleibt, müssen wir nicht provozieren. Das ist mir ganz besonders wichtig.
Karte nach gibt es in dieser Gegend Panzer. Bleib in der Nähe und halt die Augen offen. Nur eine Bitte, Hexer. Vermeide um jeden Preis Blutvergießen. Hörst du? Hunter. Ich höre gar nichts. Deine Sinne sind in meinen um Längen voraus. Ich muss mich auf deine verlassen. Verdammte Wilderer. Fallen. Offenbar wollten sie Bären fangen. Stattdessen ist ein Panther reingerannt. Schau, ein Junges. Hilfst du seiner Mutter? Ich versuche es. Sie muss erst mal beruhigt werden, sonst greift sie uns an. Brillant, wie du sie befreist. Ein tolles Bild. Des Hexer wären herzlos. Das hier wird damit aufhören. Der Paristisomat hat die Tiere verstört. Wir verschwinden besser. Ich kann Wilderei nicht leiden. Ich bin froh, dass du auch so tierlieb bist. Du hast für einen Städter ja vielfältige Interessen. Ich beschäftige mich gern mit schönen Dingen. Wein, Natur, Gemälde. Das Leben eines Hexers ist sicher eintöniger, bei allem Respekt. Das stimmt. Langweilig ist es aber nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, Tag ein, Tag aus mit den gleichen Kreaturen zu tun zu haben. Hast du eine Frau? Ja. Wieso fragst du? Nur so. Sind das diese, Riesentausendfüßler. Leben unter der Erde im Tunnel. Machen ein bestimmtes Geräusch. Damit kann man sie finden.
Hier hört man es ganz deutlich. Das Nest muss in der Nähe sein. Da sind wir. Also, dieser Aussichtspunkt taugt nicht. Hier kriege ich kein gutes Bild. Na schön. Suchen wir dir einen besseren Platz, der außerdem sicher ist. Tritt vorsichtig auf. Riesentausendfüßler spüren die geringsten Erschütterungen. Wenn sie aufwachen, sind sie sauber. Wie wäre es hier? Ich weiß nicht. Ist das nicht ein bisschen nah? Gut, wir suchen einen anderen Platz. Hier scheint es recht sicher. Sicher vielleicht, aber man sieht ja nichts. Na gut, suchen wir weiter. Hier vielleicht. Der Abstand passt und das Licht ist auch nicht übel. Ja, das ist genau das Richtige. Kannst du sie rauslocken? Kurzen Moment. Ich muss nachdenken. Vibration. Ich muss den Boden erschüttern. Ich versuche es mit einer Bombe oder einem Zeichen. Und du? Sieh dich vor und komm nicht näher. Ich danke dir. Das war einfach großartig. Jetzt können wir weiterziehen. Das war einfach toll. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein Anliegen. Ich will das Balzverhalten der örtlichen Faunen einfangen. Das wäre ganz wunderbar. In der Nähe soll es ein paar Exemplare geben. Wir können hingehen, aber ich würde nicht darauf zählen, dass wir sie beim Balzen beobachten können. Die Saison ist seit einem Monat vorbei. Oh nein, das ist schrecklich. Wie schade. Ich wollte doch so gerne sehen, wie sie ihre herrlichen Räder schlagen. Kannst du sie nicht irgendwie ermuntern? Oder herausfordern? Wie stellst du dir das vor? Womit sollte ich ein Rad schlagen? Mir wächst so schnell kein Pfauenschwanz. Ich dachte eher an Hexermagie. Angeblich kannst du niedere Kreaturen beeinflussen. Ja. Ich kann es mal versuchen. Ich verspreche dir aber nichts. Herrlich! Ich bin schon zufrieden. Ich weiß nicht genau, wo die Pfauen sind, aber ein Jäger hat mir die wahrscheinlichen Orte genannt. Ich markiere sie dir. Na schön. Auf zu den Pfauen. Ich frage mich, wieso Pfauen? Meine Tochter ist ganz vernarrt in sie. Es soll ein Mitbringsel werden. Wir sind dicht dran. Halt die Augen offen. Eine Rumpffeder mit Talg. Der Pfau hat sie neulich abgeworfen. Ich kann dem Talggeruch nachgehen, dann finde ich die Viecher. Ein Hexer in Aktion. Was für ein Anblick.
Hörst du? Sie rufen einander. Fein. Dann ist es nicht mehr weit. Oh, wie hinreißend. Wenn sie jetzt noch ein Rad schlügen. Mal sehen, was ich tun kann. Such dir einen guten Platz. Bereit! Wirke deine Magie, Hexer! Oh, das wird ein Meisterwerk. Bitte lächeln! Riesentausendfüßler! Verdammt! Wo kommt die her? Sie müssen uns verfolgt haben. Zurück! Geralt! Hilf mir! Geralt! Es ist vorbei. Puh, das war knapp. Ich glaube, mir reicht es für heute mit dem Abenteuer. Was für ein herrliches Abenteuer! Hast du alles bekommen, was du wolltest? Ja. Dann sollten wir ins Lager zurückkehren. Hier habt ihr euren Herrn wieder. Gesund und munter. Wir danken dir, Meister. Seht ihr, Jungs? Da war doch nichts dabei. Danke, Hexer, dass du auf unseren lieben Grafen aufgepasst hast. Der Ausflug hat ihm ja richtig gut getan. Er ist wie ausgewechselt. Warte einen Moment hier, Geralt. Ich muss meine Börse holen, damit ich dich bezahlen kann. Wie ausgewechselt? Ging es ihm nicht gut? Davon hat er nichts gesagt, was? Seine Kleine, Clarissa heißt sie, ist vor 10 Jahren vom Pferd gefallen. Seitdem kann sie nicht mehr laufen. Davor war sie das Herz des Hauses. Sie hat jeden Winkel mit Freude erfüllt. Der Graf hat sie oft auf seine Ausflüge mitgenommen, weil auch sie Tiere so liebte. Jetzt bleiben ihr nur noch die Gemälde, die er von seinen Exkursionen mitbringt. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Es war ganz außerordentlich, dich in Aktion zu sehen. Es stimmt, was man über dich sagt. Es war keinesfalls übertrieben. Du bist diszipliniert, zuverlässig und verantwortungsvoll. Du wärst der ideale Geschäftspartner für mich. Zu schade, dass dich der Weinhandel nicht interessiert. Vielleicht eines Tages. Deine Belohnung. Verwende sie klug. Danke. Ich hätte da noch ein weiteres Anliegen. In ein paar Tagen stelle ich meine Arbeiten aus, nur für Freunde. Es wäre schön, wenn du auch kämst. Warum nicht, wenn ich in der Gegend bin? Wunderbar. Dann sehen wir uns bei mir. Ich bin bei einem Freund, solange ich in Toussaint bin, bei einem Dorf namens Francolard. Ich komme vorbei. Bis dann. Hol dies, kipp das aus, feg da drüben. Hey! Sollen Sie mich komm doch mal her! Bitte! Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob? Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte.
Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig. Wie Hunde, wie Schweine. Schwarz und haarig. Spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Ich sag's dir mit den Fäusten. Deine Eier werden's verstehen.
Gibt es was Neues? Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Den Göttern sei Dank. Und dir natürlich auch. Bist du schon lange im Weinhandel? Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich wollte Alchemist werden, aber das genaue Abmessen ist nicht so meins. Und jetzt mache ich in Weinen. Das ist angenehmer. Man trinkt bei der Arbeit und keiner beschwert sich. Verstehe. Nüchtern kann die Welt bisweilen unerträglich sein. Ich wollte was kaufen. Vielleicht auch was verkaufen. Ich mach mich wieder auf den Weg. Bis dann. Los, los! Ich wär lieber der Hammer als der Nagel. Ja. Hexer, ohne dich wäre Schufe auf. Unzählige faszinierende Geheimnisse. Die herrlichen Wiesen und die unberührten Wälder sind Heimat der gefährlichsten Mediapoga-Spezies diesseits der Yaruga. Kunst ist nicht das Brot, sondern der Wein des Lebens. In seinem bemerkenswerten Chitin- und Calciumcarbonatpanzer bestaunt werden. Unglaublich! Sowohl die Weibchen als auch die Männchen der Tausendfüßler von Beauclair sind exzellente Jäger. Die Tiere greifen meist rudelweise an, doch einmal konnte der Autor dieser außergewöhnlichen Arbeit ein Einzelexemplar in Angriffsbereitschaft einfangen. Man beachte den Jäger, der in vollem Bewusstsein der Gefahr und in aller Entschlossenheit auf den richtigen Augenblick zum Zuschlagen wartet. Ah, Geralt, da bist du. Wunderbar. Tritt näher. Wie schön, dich zu sehen. Ich habe ein kleines Geschenk für dich, das du nicht ablehnen darfst. Du kannst es natürlich verkaufen, aber es wäre mir eine Ehre, wenn du es bei dir zu Hause aufhängen würdest. Danke. Eine deiner Wachen im Lager hat mir von Clarissa erzählt. Es tut mir leid, dass sie einen Unfall hatte. Danke. Solch freundliche Worte bedeuten mir sehr viel.
Wie geht es, Clarissa? Sicher kann sie deine Rückkehr kaum erwarten. Damit sie ihre Geschenke kriegt, meinst du? Aber ich habe ihr schon zwei geschickt. Sie muss nicht auf meine Rückkehr warten. Auf dem Heimweg will ich durch Dol Blatana ziehen. Angeblich gibt es dort Sylvane. Stimmt. Ich kenne sogar einen. Er heißt Torg. Kann ziemlich niederträchtig sein, aber wenn der Preis stimmt, tut er alles. Wie schön. Danke für den Tipp. Bestell ihm schöne Grüße von mir. Du hast ja viele Freunde. Und sie sind ganz hingerissen von deinen Bildern. Oh, wer so viel Geld hat wie ich, der wird umschwirrt wie frisches Fleisch von Fliegen. Jeder Nieser, jeder Rülpser wird beklatscht und bejubelt. Sie sind nicht alle verlogene Kriecher. Das will ich nicht sagen. Nur die meisten. Leider. Warum lädst du sie überhaupt ein? Ich bin ein Mann des Geschäfts, das ich über jede persönliche Sympathie oder Antipathie stelle. Außerdem? Bisweilen stelle ich ein total missratenes Bild aus. Nur um mir anzuhören, wie sie sich überschlagen, um dieses Geschmiere über den grünen Klee zu loben. Je dringender jemand sich meine Gunst erwerben möchte, desto lauter preist er das Meisterwerk. Ein diebischer Spaß. Schön, dich zu treffen. Bis dann. Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen geben. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Ist mir doch viel egal. Diese Narben und dann der Blick. Mir läuft's kalt den Rücken runter, wenn ich den angucke. Was gibt's? Würdest du mir deine Waren zeigen? Thank you.
endlich kehrt der Ritter heim. Doch was muss er erfahren? Die Liebste ist verheiratet, grad nach all den vielen Jahren. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Komm schon! Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Großer weißer Schrecken heißt es im Auftrag. Könnte dieselbe Bestie wie in den Warnungen sein. Ein Mann. Er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Kampfspuren, Pfotenabdrücke, eindeutig von einem Monster. Aber nur an einer Stelle. Muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Das muss ein Drakonid sein. Ein Basilisk vielleicht? Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Hast du diese Warnungen ausgehängt? Oh ja, damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler, armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass zwei Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert, wenn es aber doch mal passiert, wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen. Aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden.
Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basiliskenpopulationen? Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir zwei. Aber der Gefährte von Jocaste ist leider verschieden. Jocaste? Warum sollte sie keinen Namen haben? Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Jocaste gebrütet, zwei Eier. Aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als ihr Gefährte starb. Wer genau bist du? Und was interessiert dich an dem Monster so? Graf Boris, stets zu Diensten. Was das Monster betrifft, nun, diese Unterart ist das Symbol unserer Dynastie. Die Familie de Salvarez signiert seit Jahrhunderten mit dem Regulus Platinum. Der Familienlegende zufolge rettete einst ein Weibchen dieser Art einen unserer Vorfahren, der noch ein Junge war, aus einem brennenden Gebäude. Sie brachte ihn in ihr Nest und fütterte ihn wie eines ihrer Jungen. Mumpitz. Gewiss, aber schöner Mumpitz. Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast zwei Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Basiliskenschuppen sind eigentlich dicker, nicht so fein. Dieser hier könnte feuerempfindlich sein. Du hast recht. Jocaste hat schreckliche Angst vor Feuer. Sie ist eine sehr empfindliche Kreatur. Du darfst sie nicht töten. Sonst rottest du mit ihr eine ganze Spezies aus. Seltsam, diese Brandspuren. War das das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja, Wunden von Silberbasilisken werden ganz besonders brandig. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten.
Zerstörte Fässer. Der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergerben. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Yokoko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Zerstörte Fässer mit Speichel dran. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es zwei Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Yocaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen, ihre Waren parfümieren. Damit der Basilisk sie zerstört. Dann können sie die Versicherung kassieren. Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Blutflecken. Eindeutig. Da haben wir den Geruch wieder. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen. Verdammt richtig. Jamor, Ovri, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch,
Woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Der Basilisk bleibt am Leben. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Oh, dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Aber hattest du nicht was von Geld gesagt? Habe ich in der Tat. Und ein Mann, ein Wort. Dein Anteil, Hexer. Das war ja einfach. Alles Gute, Hexer. Seltsam, mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Macht's gut, Leute. Du hast Jocasta verschont. Ich danke dir. Sei versichert, dass ich aufpasse, dass sie niemanden mehr umbringt. Du musst dir mehr Mühe geben. Hier darf niemand mehr herkommen. Das werde ich tun. Meister, du musst diese symbolische Summe nehmen. Wärst du nicht gewesen, hätten diese Haudigen meine Jocasta gewiss erschlagen. Danke. Jocasta hat ihr Nest verlassen. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken, keinen silbernen. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Jocasta bald wieder. Ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. Das Monster muss sterben. Wir arbeiten zusammen. Dann dürfte es schnell gehen. Nach allem, was ich dir über Jocasta gesagt habe, willst du sie umbringen? Oh, das wirst du noch bereuen. Ich kenne viele Leute. Ich sage allen, dass du das letzte Exemplar einer aussterbenden Spezies erschlagen hast. Tut mir leid, Meister Di Salvares. Naja, eigentlich nicht. Monster bleibt Monster. Ob nun silbern, golden oder kariert. Vorletztes Exemplar, letztes Exemplar, einerlei. Es ist ein gefährliches Raubtier, das Menschen tötet. Mehr muss ich nicht wissen. Kräuterkundler, Alchemisten, mein Bekanntenkreis ist groß. Sie werden dich hassen. Ich sage ihnen, was für ein herzloser Grobian du bist, der sich keinen Deut um die Natur schert. Du wirst Mondpreise für ihre Waren zahlen. Nein, noch mehr! Kann mal jemand diesen Edelling knebeln? Also, Meister Hexer, wie wollen wir den Abschaum nun angehen? Wir haben Armbrüste. Sollen wir das Monster damit spicken, während du das Schwert schwingst?
Oder wollen wir alle gemeinsam in den Nahkampf ziehen mit dem Schwert in der Hand und Feuer im Herzen? Entscheide du. Du bist am erfahrensten. Mit Schusswaffen könnt ihr sie am Boden halten. Das ist eine gute Idee. Hast du sie gesagt? Ja, sie ist ein Weibchen. Hört ihr, Männer? Dieser Hexer ist ein Fuchs. Auf eine Meile kann er erkennen, was die Eidechse zwischen den Beinen hat. Also gut, der Spezialist hat gesprochen. Machen wir die Armbrüste bereit. Das ist ja alles schön und gut, aber das Monster ist nicht in seinem Nest. Wir müssen es erst aufspüren. Nicht unbedingt, Hexer. Wir haben uns vorher schlau gemacht. Die Kaufleute benutzen Gerbstoff, um die Eidechse anzulocken. Warum tun wir nicht dasselbe? Habt ihr Tannin dabei? Natürlich. Hier, willst du's verteilen? Da ist sie. Zu den Armbrüsten! Wir schießen das verdammte Vieh ab! Trefflich, an der Seite eines echten Hexers kämpfen zu dürfen. Du weißt wahrhaftig, das Schwert zu führen, mein Freund. Hattet ihr nicht eine Belohnung der Gilde erwähnt? Ha, keine Umschweife, was? Ein Profi durch und durch. Hier, dein Anteil. Bis auf den letzten Kopper, wie vereinbart. Wir nehmen uns ein paar silberne Schuppen und den Schwanz mit. Als Beweis für die Gilde. In Ordnung? Und wir werden den Leuten von dir erzählen. Vor allem den Händlern. Dann kriegst du feine Preise. Danke. Leb wohl. Meine ich arme hätte Appetit auf gebratenen Basiliskenschwanz. Wie ein niederes Monster. Mit frischen Lappen. Jokaste, meine arme Jokaste. Grausam abgeschlachtet wie ein niederes Monster. Du hast auch geheult, als dir die Wölfe deinen Hasso tot gebissen haben. Was willst du damit sagen? Dass wir wie diese Wölfe sind? Nein, Dummkopf. Das Monster war für ihn das, was dein Hasso für dich war. Sich einen Basilisken zu einem Schoßhund machen? Das hätte nie geklappt.